was kann man eigentlich noch essen, wenn man abnehmen will? Ich meine jetzt nicht irgendwie verzichten, denn Verbote und Verzicht bringt überhaupt nichts. Deswegen machen der Leonard und ich heute drei wundervolle, einfache, leichte, super leckere Rezepte, die es bei uns jede Woche gibt und die mir dabei helfen, meine schlanke Linie beizubehalten. Naja, oder vielleicht mache auch ich die Rezepte und Leonard spielt nebenbei. Auf jeden Fall nehmen wir ganz super einfache Zutaten und verwandeln die in drei Lieblingsrezepte für all diejenigen, die gerne das ein oder andere überschüssige Pfund verlieren möchten, die gerne leicht beschwingt durch den Alltag gehen, aber trotzdem nicht auf Genuss und Lieblingsrezepte verzichten wollen. Von süß bis herzhaft ist heute alles mit dabei und du kannst diese drei Rezepte auch direkt an einem Tag essen. Dann bist du optimal versorgt mit Eisen, Magnesium, gesunden Fetten, aber natürlich auch wichtigen und gesunden Proteinen. Das erste Rezept ist ein Linsensalat. Ich weiß, Leute, Linsen klingt jetzt voll langweilig, aber ich sag dir, seit diesem Rezept mag selbst Samuel Linsen und das ist ein richtiger Gourmet. Linsen sind super reich an wertvollen Nährstoffen und wenn du jetzt denkst, oh wow, warte mal, Linsen verursachen bei mir Verdauungsbeschwerden oder Blähungen, dann schau mal in der Videobeschreibung, da verlinke ich dir einen Blogpost mit ganz wundervollen Tipps, wie du das verhindern kannst. Wir schnippeln einfach die Paprika klein. Ein bisschen Petersilie und Dill wird auch noch gehackt. Dann kommen die Linsen dazu. Und dann machen wir ein ganz einfaches Dressing aus Zitronensaft, Weißweinessig, Dattelmus, Salz, Pfeffer. Und fertig ist das Ganze. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch Zwiebeln dazu machen. Ich hacke immer noch ein paar Zwiebeln dazu. Samuel mag die Laurella nicht so, deswegen gibt es die bei uns immer separat. Und jetzt noch ein ganz toller Tipp, wie Linsen ein, zwei fix fertig sind. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kochst du dir die am Wochenende, wenn du Zeit hast, vor und frierst die dann ein. Das mache ich sehr gerne. Oder aber du weichst sie über Nacht ein und dann beträgt die Kochzeit vielleicht maximal 5 oder 6 Minuten. Als zweites machen wir eine ganz tolle, gesunde Alternative zu Ketchup oder einfach auch nur einen Dip oder ein Side-Dish. Und ich sag dir, dieses Rezept lieben sie alle. Und sie sagen alle, Maria, das ist das Beste. Und dazu brauchen wir einfach eine Avocado. Avocado ist reich an guten Fetten, an den besonders guten, denn diese Fette aus der Avocado helfen deinem Körper, Fette noch besser zu verbrennen. Mittlerweile ist auch Leonard wieder am Start, weil der weiß genau, dass er bei diesem Rezept kosten kann. Die Avocado schneiden Sie auf, entfernen den Kern, quetschen Sie ein bisschen Zitronensaft drüber, Salz, Pfeffer und fertig ist dieser leckere Dip. Wir lieben diese Creme gerne mit Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, vielleicht veganen Würstchen, aber auch Gemüsesticks wie Möhre, Paprika, Gurke. Das schmeckt einfach immer. Und es ist auch zu veganen Würstchen eine tolle Alternative zu Ketchup. Wenn Lorella danach fragt, Mama, wo ist denn der Ketchup? Dann sage ich, hier, wir haben Avocado-Creme. Da jubelt die total. Und das dritte Rezept darf natürlich nicht bei Lieblingsrezepten fehlen, oder was meinst du? Pfannkuchen. Die Kinder lieben die und auch Samuel, die feiern die total ab. Und das Tolle ist, die machen richtig schön satt. Sie sind ohne raffinierten Zucker, sie sind glutenfrei und die schmecken einfach immer. Hafer ist wundervoll und richtig nährstoffreich, vor allen Dingen, wenn man ihn frisch quetscht und dann gleich verarbeitet. Wir geben einfach Haferflocken, Pflanzenmilch, Datteln, Vanillepulver, ein klein bisschen Salz und eine Banane in den Mixer und mixen alles cremig.
zweite Banane schneiden wir in Scheiben und geben die dann auf die Pfannkuchen mit drauf, wenn sie noch weich in der Pfanne sind. Das sieht dann aus wie ein kleines Gesicht und die Kinder lieben das einfach, wenn man dann noch Geschichten am Tisch erzählen kann, wie die Pfannkuchen mit allem reden. Die Pfannkuchen brate ich einfach bei geringer Hitze auf beiden Seiten so für ein paar Minütchen an und dann sind die auch fertig. Wir servieren die gerne mit frischen Beeren oder aber auch einer Creme aus gefrorenen Beeren oder aber auch frischen Beeren und ein bisschen Dattel dazu und dann ist das Bombe. Ich hoffe, dir schmecken unsere drei Lieblingsrezepte genauso gut wie uns. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was ist denn dein Lieblingsrezept?